Er gehörte zu den brutalsten Sektenführern der 60er Jahre, Charles Manson. Der zu lebenslanger Haft verurteilte und mittlerweile 83-jährige Mörder soll sich amerikanischen Medienberichten zufolge wieder im Krankenhaus befinden. Sein Gesundheitszustand habe sich zusehends verschlechtert. Bereits im Januar musste Manson wegen schwerer Darmblutungen behandelt werden. 1969 hatte der damals 34-Jährige mit dem eingeritzten Hakenkreuz auf der Stirn mehrere Anhänger zu einer brutalen Mordserie in Los Angeles angestiftet. Zu den insgesamt 7 Opfern zählte Sharon Tate, die hochschwangere Ehefrau von Regisseur Roman Polanski. Den Verdacht wollte Manson auf Afroamerikaner lenken, um so neue Rassenkonflikte zu provozieren. Der Prozess gegen ihn geriet zum öffentlichen Spektakel. 1971 verurteilte ihn ein Gericht in Kalifornien zusammen mit 4 seiner Anhänger zunächst zum Tode. Da der oberste Gerichtshof die Todesstrafe aber ein Jahr später kurzzeitig abschaffte, wurden die Strafen in lebenslange Haft umgewandelt.